Aha. Ja, wer das Buch kennt oder halt die Sendung oder Film oder was da alles schon gibt zu Alice im Wunderland, irgendwie dreht sich da alles immer so ein bisschen um Flüssigkeiten, die man zu sich nimmt oder Pilze oder Kuchen, den man isst und der dann irgendwas verändert in deinem Leben, ne? Komm ich hier irgendwie durch? Ist halt sehr, ja, wie soll ich sagen? Also, es ist halt schon eine große Drogengeschichte, irgendwie. Nominus. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja ins Wunderland geschafft. Oder haben uns halt hierhin gerettet. Ja, was soll man sagen? Das Spiel ist ziemlich düster, aber jetzt so hier gefällt es mir ganz gut. Also so kann es bleiben. Die echte Welt ist halt grausam und die Fantasiewelt, das Wunderland halt, ist dementsprechend anders, ne? Anders. Was war das gerade? Halb Kuh, halb Vogel. Ja. Ja, ich weiß jetzt selbst nicht so genau, was man hier jetzt machen muss. Erinnerungen wiedergeben, ja. Okay. Was passiert dann? Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Achso, es ist sowas wie das Tutorial gerade. Das ist wieder so ein Kuhvogel. A drücken, um zu springen. Ja, das weiß ich schon. Boah, das springt echt hoch, ne? Kann man immer noch in die Ego-Perspektive? Ne, kann man jetzt wieder nicht, ne? Ui. Aha, Mädchen. Ach ja, gut. Es ist echt cool gemacht. Also, für das, dass das Spiel jetzt gute 10 Jahre am Buckel hat. Oh Gott. Achso, festhalten kann man sich nicht. Ach so, das habe ich nicht gelesen, sorry. Man kann wirbeln. Frag mich nicht, wie die Auftrieb generiert, aber es geht, es geht. So. Doppeljump. Ah, kleines Mädchen, bleib hier. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Aha. Ja, nice. Hier. Gleich nochmal. Boing. Cool. Ja, die Erinnerung hier. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übelriechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Aha. Ja, wer das Buch kennt oder halt die Sendung oder Film oder was da alles schon gibt zu Alice im Wunderland, irgendwie dreht sich da alles immer so ein bisschen um Flüssigkeiten, die man zu sich nimmt oder Pilze oder Kuchen, den man isst und der dann irgendwas verändert in deinem Leben, ne? Komm ich hier irgendwie durch? Ist halt sehr, ja, wie soll ich sagen? Also, es ist halt schon eine große Drogengeschichte, irgendwie. Ich weiß nicht, was der ursprüngliche Sinn dahinter ist. Vielleicht soll man Kindern näher bringen, dass das nicht so gut ist, wenn man das Zeug nimmt. Naja. Das kommt Trink mir mich. ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Okay, halte LB gedrückt, um zu schrumpfen. Kann ich das jetzt jederzeit machen? Das ist ja ein richtig cooles Feature, oder? Hip, 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 hip. Ja, sorry, ich höre schon auf. Ja, muss aber auch sein, ne, bei Alice. Gehört Wie dazu. klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Ach, dadurch haben sie einfach das, Kriechen ersetzt, das man bei anderen Spielen einfach hat.
Schon schlau irgendwie. Schlau gelöst. Auf jeden Fall. Kann man... Wird man höher raufgeworfen, wenn man klein ist? Nee. Das wäre jetzt halt noch viel cooler gewesen, wenn man halt doppelt so hoch irgendwie geschleudert werden würde. Aber naja. Das reicht ja schon. Oder kann man... Oh Gott. Man kann wirklich in die Blume rein. Und das, was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich 2 Zähne bekommen. Die Blume wollte mich essen und jetzt habe ich 2 Zähne bekommen. Und Schluck auf. Oh mein Gott. Eine Riesenschnecke. Hallo, Herr Schneck. Oh Gott, oh Gott. Herr Schneck. Hallo? Bitte nicht aufessen. Okay, die tut mir nichts. Fallschaden gibt es anscheinend auch nicht. Zumindest noch nicht. Ach, man kann zweimal in der Luft hüpfen, oder was? Cool. Das hätte ich mir nicht gedacht. So einen Doppelsprung hätte ich mir erst wahrscheinlich für später gedacht, so, dass man später irgendwie die Fähigkeit bekommt, zweimal zu springen. In der Luft. Wie bei vielen Spielen. So, wieder 2 Zähne eingesammelt. Oder 3. Bis jetzt ist es ganz einfach, ne? Boah. Uje, uje. Nein! Nein! Was? Ist das sowas wie ein Bonus-Level oder so? Boah. Boah. Wie bei Mario. Die Rutschpartien. Goldener Zahn. Ah. Ja. Bis jetzt habe ich alle. Nice. Aber man ist auch ein bisschen magnetisch, sehe ich. Oh, Schnecki, Schnecki. Ja, man ist magnetisch. Oh, Schnecki. So, das war's. Alle Zähne bekommen. Warum ist hier ein Blutfleck? Tja. Natürlich habe ich schon wieder vergessen, den Timer zu stellen, aber ich gucke einfach auf OBS ab und zu. Ah ne, falsche Taste. LT. Aha. Aha. Die Vorpal-Klinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Und blutig. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpal-Klinge. Ja. Aha, okay. Einzelnahkampf, ja. So, ja, habe ich mir schon gedacht. So, Schnecki. Ah, jetzt kriege ich Zähne raus. Was? Dann kann ich auch kämpfen, wenn ich klein bin? Nee, dann kann ich nicht. Und jetzt habe ich auch eine Lebensanzeige. Oder ist die schon die ganze Zeit da? Links oben, im Eck. Die Röschen. Fliehen oder kämpfen, ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Ja, dann werden wir kämpfen, ja? So, bis jetzt ist es ganz einfach. Sollte da ein Gegner kommen oder so? Weil das... Ah ja. Das für ein Geräusch. Aha, schleichender Verfall. Anvisieren geht schon mal, ja. Aha, aha. Das ist Alice. Jetzt kommt da noch mehr, oder? Eklig und böse, alles vereint in einem Monster. Das sind die hässlichen Puppengesichter, ne? Die ich sonst schon so gern mag. Oh, bis jetzt läuft's doch ganz gut. Auch so mit Kämpfen und so. Ist jetzt kein Dark Souls, aber. Jo. Ah, Brille, Brille. Was macht die Brille? Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung.
Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Aha, während man klein ist, erscheinen da so Kritzeleien. Da ist anscheinend ein Hüpfpilz drauf. Oder so. Ach, da ist er. Hier, die Zähne nehmen wir mit. Ups. Und jetzt? Also, der Pilz ist da hinten aufgemalt. Also soll ich vielleicht... da irgendwie rauf? Boah, man kann doch gleiten. Mit Schmetterlingspower. Hui. Ja, cool. Da ist wieder so ein Hilfe gekritzel. Ja, kurz mal auf die Uhr gucken. Aha. Ja, Leertaste habe ich nicht. Ich spiele mir Controller, aber ich habe schon verstanden. Hier muss man rüber schweben. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ach, darüber. Nein, ich habe die Zahl nicht bekommen. Komm schon. Nein, 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 jetzt falle ich runter. Ja, klar. Ja, ich weiß nicht, ob es der Zahn jetzt wert war. Vor allem, den habe ich jetzt gar nicht. Ah, ne, ist ein anderer. Gut. Was ist ausweichen beim Springen? Das verstehe ich nicht. Was? Was? Ich habe es auch gar nicht gelesen. Ich habe nur über... ja. Tut mir leid. Flasche. Hier gibt es Zähnchen. Das sieht halt so aus, als würde ich hier irgendwie den Stein wegmachen können. Müsste, sollen. Komm, den einen Zahn, den lassen wir da mal. Wieder so ein Fläschchen. Ja, komm. 84 Zähne schon. Aha. Alter, ey, die Kamera geht viel zu schnell. Also, nicht, dass jemand schlecht wird hier, ne? Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quälgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Ja, aber wir sollen uns die Pfeffermühle holen. Die irre Herzogin. Ja, ich bin jetzt nicht so ganz in der Story drin. Und habe natürlich gleich schon verplant, wie man die benutzt. Ah ja, hier so. Hier, schick. Aha, nice. Ach, die überhitzt einfach nur. Die hat unendlich Munition, wie es aussieht. Jetzt ist sie überhitzt. Okay, dann blockiert sie. Ich verstehe. Ja, und Schweineschnäuzchen, was ist mit dem? Kann ich nicht hoch? Nee, schade. Kann ich in die Suppe hüpfen? Nee. Auch nicht. Hier rauf. Gar nichts kann ich machen. Ne? Hier ist überall unsichtbare Wall. So wie früher gerne. Kann man da drauf schießen, bis es aufgeht? Nicht. Aufschneiden auch nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir alles probiert. Wie sieht's aus, wenn ich klein bin? Kann ich dann auch? Ne, wenn ich klein bin, kann ich einfach nichts machen. Gut.
Aha, eine Schraubelle. Eine Schraubenlibelle. Anvisieren, oder? Und jetzt? Hallo? Hallo? Ach, Mann! Hallo? Ah, so. Schrumpf. Also das mit dem Schießen habe ich nicht so ganz drauf, sehe ich gerade. Ah, jetzt. Ah, ja. Ja, falsche Knopf gedrückt. Ja, ist doch klar. Herr Schraubelle. Aha. Wo ist sie? Da ist noch einer. Hallo? Keine Schraubelle mehr? Ja, krass. Jetzt geht's richtig los. Oh, oh, oh. Was? Ein Schraubellennest. Nein, 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 nein. Geh weg von mir. Ihr seid rostig und hässlich. Ach, da ist Lebenskraft. Ja. Ich muss viel mehr anvisieren. Ah. Ich mach euer Nest kaputt. Komm her. Also, die Schrauben mag ich gar nicht so gern. Dinger. Ah, wenigstens sind die anfällig auf Pfefferkörner. Ah. Ohren und Schnauzen. Aha. Spitze die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wie war das mit Schnauzen? So. In die Würze. Nice. Also, wir sollen die Weineschnäuzchen alle pfeffern. Dann schmecken die wahrscheinlich besser. Oh, kurzer Lag. Wie sieht's denn aus jetzt? Wir sammeln jetzt noch den Loot ein. Ja, die bleibe ich einfach hängen. Dürfen hier nichts liegen lassen. Wir brauchen das bestimmt für Upgrades. Ich dachte, es ist mehr so das Horrorspiel, aber es ist halt eher so Hack and Slay mäßig. Aber ist auch nicht schlecht, oder? Mal was anderes auf dem Kanal. So. Jetzt habe ich alles eingesammelt. Sollten wir mit der Herzogin nochmal sprechen? Ich weiß es nicht. Jo Leute, das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!